Der Weihnachtsmarkt im Güstrower Ortsteil Clus war als Generalprobe deklariert. Nicht für das bevorstehende Weihnachtsfest, sondern für das neu erbaute Vereinshaus der Cluser Sandhasen. Mit seiner Fertigstellung erfüllten sich die ca. 70 Vereinsmitglieder einen lange gehegten Traum. Als er 2011 realisiert werden sollte, fehlten die finanziellen Mittel für ein derartiges Vorhaben. Im vergangenen Jahr brachten die Cluser in Erfahrung, dass am Rande liegende Stadtteile wie der ihre durch das LEADER-Programm für den ländlichen Raum gefördert werden können. Unverzüglich stellten die Sandhasen den Antrag und erhielten im Juli die Bewilligung mit der Auflage, die förderfähigen Teile des Vorhabens bis Ende November 2016 abzuschließen. Unverzüglich machte sich der Verein an die Arbeit und konnte auf viele Helfer zählen. Ja, das waren erstmal die Unternehmen, die in der Regel aus der Gegend sind, hauptsächlich aus Clus sind. Das waren aber auch viele Vereinsmitglieder, allen voran unser Malermeister, der Hartmut Hoppe, der hier, ich weiß gar nicht wie viele Stunden, aber sicherlich über 100 Stunden hier schon abgeleistet hat. Das war der Dirk Haselhahn als Fliesenleger, der das als Zugabe gemacht hat, die Leistung gebracht. Oder die Firma Lutz Geldmeier, die hier sehr viel getan hat. Und so könnte man viele einzelne Vereinsmitglieder aufzählen, aber man vergisst ja meist doch jemanden und deshalb sollte man dann das belassen dabei. Im neuen Vereinshaus am Sportplatz werden nun viele Veranstaltungen stattfinden. Eine davon war der kleine Weihnachtsmarkt, zu dem zahlreiche Bewohner des Stadtteils zusammengekommen waren. Die Jagdhornbläser zur Grenzburg eröffneten das Fest, der Weihnachtsmann schaute vorbei und an Ständen konnten Kleinigkeiten erworben werden. Für gute Stimmung sorgten Glühwein, Bratwürste, Waffeln und Langos. Das Vereinshaus, in dem für die Kinder eine Mal- und Bastelstrecke eingerichtet war, hat seine Generalprobe mit Bravour bestanden.